Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich jetzt weine. Es gibt gar keinen Grund. Morgen beim Frühstück überkam es mich. Da saß Emily und hat gefrühstückt, wie sie es seit 19 Jahren immer getan hat. Und jetzt? Jetzt geht sie woanders hin und frühstückt dort. Emily, plötzlich hat sie gesagt, Mama, ich krieg keinen Bissen mehr runter. Und dann hat sie den Kopf auf den Tisch gelegt und hat auch angefangen zu weinen. Die ganze Welt ist verkehrt. So ist das nämlich.